What the fuck? Philipp? Ja? Gehen wir mal her. Kannst du das an? Siehst du das? Ja. Hey, Alter. Radio Arabella fragt einfach einmal uns an, ob wir bei einer neuen Fitnessrubrik Pilotenfolgen auftragen wollen. Und wenn die gut laufen, dann machen wir es ein ganzes Jahr. Geil. Da sollen wir die Freunde da draußen wieder mal, sollen wir noch mal ein paar Schmankerl am Tisch haben, dass da nicht so viel Bullshit im Umlauf ist. Philipp, was hältst du davon? Sicher. Sollen wir da die Freunde wieder mal ein bisschen was Wertvolles mitgeben, dass wir einfach mal ein bisschen reifere Energy in den Radio reinbringen? Wie hörst du das auf, Philipp? Das hört sich sehr gut an. So, Philipp, komm, nächste Woche fahren wir aus und dann bringen wir die Freunde mal ein bisschen was näher, ha? Ja. Machen wir so. Fitness-Benchmarks sind bei uns in der Uni. Das heißt, irgendwas, was regelmäßig läuft. So, erstes Meeting auf jeden Fall jetzt vorbei. Dominik hat mir alles perfekt erklärt, auf jeden Fall. Und genau, wir haben auf jeden Fall gut gebrainstormt. Ich kenne mir jetzt aus, was so die Themen sind, wie wir das Ganze besprechen werden. Und da wird auf jeden Fall jetzt noch was richtig Geiles kommen. Also seid mal gespannt da. Jetzt hau ich mal auf den Tisch und jetzt wird dann richtig produziert. Genau. Also wie gesagt, das heißt, es wird so funktionieren, dass du mehr oder weniger ein Musikelement hast und da spricht die Station Voice drüber. Genau, und das, was wir jetzt machen würden, das, was du da jetzt hörst, ist eben das Programm. Das heißt, das Mischpult kann jederzeit das Programm jetzt verändern. Und wir klinken uns jetzt aus dem Programm aus. Und jetzt kann ich da herumdrucken, was ich möchte, alles gut. Weil wir ja jetzt in den Aufzeichnungsmodus gehen. Das heißt, also die Aufzeichnung läuft schon jetzt. Perfekt. Und mehr oder weniger, ich mache zuerst mit dir den Test mit den Stimmeinstellungen. Wir haben nämlich verschiedene Stimmeinstellungen gespeichert. Und wir schauen, dass wir das Beste aus deiner Stimme rausholen, das Maximum, das wir haben wollen. Mhm. Deswegen bitte einfach diesen Random-Text vorlesen, sobald ich sage Go. Und dann schauen wir uns das an. Mhm. Kopfhörer drauf. Aber nicht als Werbung verwenden dann. Das steht nicht drauf, ich habe gar nicht geschaut, was draufsteht. Gratis Eintritt ins Freibad. Okay, nein, keine Sorge. Gut, das heißt, also du wirst einfach das lesen quasi am Stück und für den Kollegen vielleicht ersichtlich, aber für die nicht, werde ich zwischendurch die verschiedenen Stimmeinstellungen durchgehen. Und überall, wo ich mir denke, das passt einigermaßen, mache ich mir Notizen. Mhm. Und dann machen wir sozusagen im Knockout-Verfahren, dass wir uns das noch einmal anschauen, diese Stimmeinstellungen, die stimmig waren. Danke, ich habe die Stimmeinstellung gefunden, die am besten für dich passt, weil das ist nämlich das, da hast du eine sehr klar zu hörende Stimme und du bist ausreichend mehr oder weniger bassig, also das ist die gute. Passt, mit der werden wir es jetzt aufnehmen. Perfekt. Und da, wie gesagt, werde ich jetzt dann nachher versuchen, ein bisschen Freestyle mehr oder weniger. Was für ein Thema magst du machen für die erste Moderation? Machen wir Wasser, oder? Klassiker. Okay. Ja, passt, wunderbar. Und ein kleiner Trick, dass du das Ganze wirklich erreichen kannst, ist, dir beispielsweise drei Wasserflaschen auf den Tisch zu stellen, weil wenn du nur eine hast und diese wird leer, dann füllst du sie nicht mehr auf und dementsprechend trinkst du weniger. Beim Rausgehen hat mir das schon sehr gut gefallen. Beim Anfang nun nicht ganz. Das Erste, was ich mir bitte, damit du so die aufrechte Körperposition und die aufrechte Stimme hast, dann nochmal das Mikro adaptieren. Mhm. So, kannst du mich beliebig verschieben, wie du möchtest. So. Wo soll es denn circa sein? Mundhöhe, oder? Also ich mache es so, dass ich wirklich sozusagen da, also dass ich ganz aufrecht stehe. Also das Mikro soll mich dazu zwingen, aufrecht zu stehen. Depp hat gesagt, wenn es auf die Zehenspitzen stehen muss, ist in Ordnung. Aber es sollte nicht in diese Richtung gehen. Weil dann nachher kommen wir sozusagen da in diese Gemütlichkeit der Stimme. Und das soll nach oben schauen. Hm? So. Also so mehr oder weniger, das ist eher ein kleines bisschen flexibel, wenn wir es uns da anschauen. Das heißt, wenn ich da jetzt reinrede, trifft es einigermaßen gut, da trifft es auch noch gut, da trifft es nicht mehr gut. Ja? Also das heißt, das sozusagen kann man ein bisschen machen. Deshalb stell dir drei Wasserflaschen auf den Tisch und das Ganze wird funktionieren.
Das gefällt mir jetzt so gut, dass ich eine Kollegin reinhören möchte, die soll das gleich mal beurteilen, wie es ihr gefällt. Weil wir sind die drei Männer, holen wir die weibliche Perspektive dazu und schauen wir mal, wie lange es dauert hätte. Holen wir mal die Kollegin rein und dann schauen wir mal, was sie dazu sagt. Wir haben nämlich jetzt einen Track, da würde mich der Meinung interessieren für die Fitnessfabrik, wie es dir gefällt, ob sie ansprechen würde. Bereit? Flüssigkeit ist für unseren Körper wirklich brutal wichtig, aber wie viel sollten wir eigentlich trinken? Pro 20 Kilogramm Körpergewicht sollten wir ungefähr einen Liter trinken. Wenn du aber jetzt 140 Kilogramm wiegst, dann zählt diese Regel im Schnitt nicht. Dann reichen auch 4 bis 5 Liter. Wie kann man das Ganze in der Praxis umsetzen? Du könntest dir 3 Wasserflaschen auf den Tisch stellen, dann würdest du nur eine auf dem Tisch haben. Dann würdest du diese, sobald sie leer ist, nicht wieder auffüllen. Deshalb stell dir 3 Wasserflaschen auf den Tisch und das Ganze wird funktionieren. Magst du nochmal? Grundsätzlich finde ich es cool. Mhm. Und ich kann die Info auch voll nehmen, also ich kenne mich voll aus. Mhm. Ich muss genug trinken, also okay, stay hydrated. Ja. Und auch das mit den Flaschen, den Tipp, den kenne ich nicht. Mhm. Ich schaue morgen gleich, ob sie 3 Wasserflaschen am T-Shirt, weil morgen habe ich Dienst. Vom Schreibsten. Ja. Wenn du das nächste Mal von einem Safko hörst, sprich mit Leuten, die es schon gemacht haben. Ich wette mit dir, sie haben ihr Gewicht nicht unten gehalten. Bam! Da haben wir es aber im Kosten wieder. 3 Tage in der Radiostation Arabella in Linz ist jetzt vorbei. Wir waren jetzt 2 Stunden in der Moderation. War auf jeden Fall richtig geil. Wir haben wieder mal produced, Content rausgehauen, Skits abgedreht. Und ja, wenn das Ganze so weiterläuft, sind wir bald ein ganzes Jahr für euch im Radiosender. Ab August kommen meine Folgen ins Radio, also ich freue mich schon mega drauf. Und jetzt geht's von Linz nach Hause. Peace out.